Tja, da hinten ist gerade die Sonne aufgegangen. Über der Kathedrale von Straßburg. Hier waren ganz viele Fotografen. Ich war zwar der Erste, aber ich war nicht der Letzte. Also das hat sich jetzt schon ein bisschen aufgelöst. Und hier ist ein bisschen laut. Ich mache jetzt erstmal das Intro und dann ich fahre in die Innenstadt. Ja, ne, die Bahn habe ich jetzt verpasst, macht auch nichts. Ich werde mich auf jeden Fall gleich melden und dann, ja, dann sehen wir weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour, salut und herzlich willkommen. Ihr habt es wahrscheinlich an dem, was ich schon gesendet habe, gesehen. Ich bin in Straßburg. Ja, ich bin in Straßburg. Meine erste Location habe ich schon besucht. Da war ich auch nicht allein. Ich glaube, wir waren auf dieser Brücke 6, 7, 8, 9, 10, 15 Fotografen, keine Ahnung. Ich war der Erste und dann wurde es schnell voll. Gut, ich war zu früh da, das war eine Sicherheitsmaßnahme, damit ich wirklich auch die Straßenbahn erreiche und alles. Ja, und dann ging eben die Sonne auf und ich konnte ja fast das Bild machen, was ich wollte, nämlich die Sonne ja über der Kathedrale. Eigentlich ist es schöner dahinter, aber das ist erst in ein paar Tagen der Fall. So, jetzt kommt meine nächste Straßenbahn und da muss ich einsteigen. Ist alles ein bisschen kompliziert. Filmen, Fotos machen, gute Spots finden. Ich bin am Europäischen Parlament und hinter mir müsste wieder der Gerichtshof für Menschenrechte sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ein paar schöne Spots finden. Gar nicht so einfach am frühen Morgen, weil man nicht wirklich sagen kann, wann das Licht ideal ist, an welchen Stellen. Dazu müsste man hier wohnen. Jetzt habe ich hier eine Reflexion auf dem
Wasser von der Sonne. Aber ja, ist genau an einer Stelle, wo ich sie nicht erwische. So, schauen wir mal. Ich bin ja schon erfolgreich gewesen. Von daher, schauen wir mal. Ein neuer Versuch, Fotos zu machen. Hallo Rabe. Genauer gesagt Krähe. Da oben auf der Lampe. Jetzt ist er abgehauen. Ja. Das nächste Bild. Ein nasses Blatt auf der hier auf dem Weg. Motive suchen. Wie immer eine Sache, die man am besten zu Fuß erledigt. In Straßburg kann man zwar immer schön auch mit der Tram eine Runde drehen, aber man muss auch aussteigen. Ich habe jetzt allein nach dem letzten Umstieg einige Sachen gesehen, auch lichttechnisch interessant. Mal sehen, ob ich jetzt auf dem Rückweg nochmal aussteige und eben Fotos mache. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe heute schon wieder so viel, ich sag jetzt mal, erlebt. Und ja, das mit Autofokus wird man richtig faul. Richtig faul, Leute. Aber so richtig faul. Wisst ihr das eigentlich? Dieses Zack draufhalten und weiter. Und wisst ihr, warum ich jetzt mein Objektiv wechsle? Damit ich genau das gleich nicht mehr mache. Nämlich nur noch draufdrücken. Ja, ich habe ein Objektiv dabei. Das habe ich ehrlich gesagt auch nur einmal bisher an der Olympus verwendet. Ein 60 mm Makro von Leitz für die Leica R. Da habe ich gerade noch so ein Bild, was ich lohnen könnte. Moment. Das mache ich doch gerade mal. Das gucken wir uns mal schnell an. Ja. Ich weiß, der eine oder andere wird denken, entscheide ich doch mal, Fotos machen oder filmen. Wisst ihr was, Leute? Wenn ich diese Entscheidung fällen müsste, wenn ich wirklich diese Entscheidung fällen müsste, nehme ich euch was in YouTube auf und lasse dafür eine Aufnahme ungemacht oder mache Fotos. Ihr werdet diejenigen, die plötzlich keine Videos mehr bekommen. Weil, ja. So, jetzt will ich mal gucken. 2 Minuten kommt die nächste Tram in die andere Richtung. Nee, so toll. Sieht zwar toll aus. Schaut mal, hier. Müsste der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sein. Zumindest würde das den Stationsnamen erklären. Ach so, ganz am Anfang vom Video habt ihr diesen Kasten hier gesehen. Habe ich auch schon einmal in einem Video erklärt. Ihr bekommt ja ein Ticket, ein Straßenbahnticket. Moment, ich muss gerade mal genau dieses Ticket wieder rausholen. So, Sekunde, Ticket. Ticket hier draufhalten. So. Es hat grün angezeigt, das ist wichtig. Und jedes Mal, wenn ihr umsteigt, müsst ihr an diese rote Säule und das Ticket entwerten. Dadurch seht ihr auch, ob das Ticket noch gültig ist. Wenn ihr also zum Beispiel schon 24 Stunden unterwegs seid. Mein Tipp ist übrigens das 24-Stunden-Ticket für 3 Personen. So seid ihr immer wieder am besten gerüstet.
und könnt den ganzen Tag mit dem Ding fahren. Noch braucht ihr eine Maske in Straßburg, das ist auch soweit okay. Und ich, wie gesagt, ich werde jetzt mal 2 Stationen zurückfahren und vielleicht noch mal aussteigen, um ein paar Fotos zu machen. Ja. Ich weiß, es ist wieder total verwirrend, aber ich bin unterwegs und mache Bilder. Und da bin ich so. Ja, ich habe hier so eine halbe Beleuchtung. So, jetzt geht's etwas besser. Wer sich an mein letztes Straßburg-Video erinnert, der wird dieses Gebäude hinter mir kennen. Da bin ich jetzt gleich wieder ausgestiegen, genau wie beim letzten Mal, weil heute ist ein ganz anderes Licht. Und ja, drüben ist noch was man fotografieren kann, was gerade auch cool im Licht ist. Ja, ich habe zwar gerade gesagt, ich steige auf das 60 mm um, aber noch muss ich sagen, bin ich hier irgendwie im Weitwinkelmodus. Und jetzt, ja, was ist das hier? Ist das Museum? Naja, also hier muss ich jetzt mal ein Foto machen. Das ist die andere Seite. Sieht interessant aus. Ich mache mal das Weitwinkel drauf und werde hier ein paar Bilder machen. Ja, so wie es kommt. Wie immer, rumlaufen, rausgehen, Bilder machen. Verweilen. Aber wisst ihr was? Es ist ja nicht so, dass Straßburg aus der Welt ist. Auf jeden Fall, also dieser Eingang könnte noch cooler sein, wenn das ein bisschen mehr Richtung Sommer geht, weil dann die Sonne ja sozusagen weiter nördlich aufgeht und man dann dort mehr Licht hat. Ich gehe jetzt hier mal quer rüber. Da drüben in dem Park ist ein roter Leopard, sage ich jetzt mal. Und da will ich mal gucken, ob ich da ein Foto machen kann. Ja, hinter mir seht ihr das Gebäude. Ich überlege gerade, was es ist. Region Grand Est. Das ist der große Osten von Frankreich. Da zählt auch Mess dazu, übrigens. Ja, so, hier in den Park rein. Ich, ja doch, es hat was mit Puma zu tun, glaube ich. Das ist der Puma von Puma. Dann machen wir jetzt mal ein Foto. Irgendwie. Mal gucken. Ich habe ja dieses Weitwinkel drauf. Das war jetzt wieder so ein Bild aus der Hüfte. Ja, Taube, hau schon mal ab, denn du, ne, der hat keine Lust zu fliegen. So, ich glaube, ich muss doch auf die andere Seite, weil, ne, scheint wohl Kunst zu sein. Dann mache ich jetzt mal schnell ein Bild, bevor der im Schatten ist. Ich laufe mal weiter. Mal sehen, was kommt. Kamera werde ich mal ausschalten. Habe schon sehr viele Bilder gemacht. Da auf der Brücke, da habe ich eine Belichtungsreihe gemacht. Nicht die HDR-Belichtungsreihe, die man
in der Olympus hat. Die ist ein bisschen doof, sondern eine, die man sich selber einstellen kann. Mit, ich glaube, 7 Aufnahmen und mit einer kleinen Schrittweite. Denn man muss, glaube ich, ziemlich genau alles einstellen, um... Entschuldigung. Man muss ziemlich genau alles einstellen, um entsprechende Sonnenbilder zu machen. Ich persönlich finde das immer sehr schwierig. Bei der Olympus so ein bisschen die richtige Belichtung zu finden. Ja, ich habe vorhin hier noch was anderes gesehen. Habe mich jetzt auch entschlossen, mal, da kommt gerade wieder eine Tram. Am Sonntag in der Innenstadt übrigens im Viertelstundentakt. Ja, und jetzt möchte ich darüber und möchte das nächste Foto machen. Wer sich an meinen Reims-Film erinnert, da habe ich ja gesagt, es gibt in Reims auch eine Straßenbahn und die hat keine Oberleitung. Zumindest glaube ich in der Innenstadt nicht. Ich habe gar nicht aufgepasst. Also wen das interessiert, in Bordeaux gibt es das wohl auch. Naja, unter dem Reims-Video Nummer 1 findet ihr den Link. Nee, unter dem Video Nummer 2, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Ja, mal sehen, wann das rauskommt. Weil, ich muss ja gestehen, ich hänge etwas hinten dran. Für die Leute übrigens, die das todlangweilig finden, statt hier was über Straßburg zu erzählen, erzähle ich alles Mögliche. Das ist mein Kanal. Und genau so macht das Spaß. Da ist ein Gebäude, eine Skulptur, glitzert schön. Da werde ich jetzt mal hingehen, mitten durchs Gras und werde ein Foto machen. So, und ihr seid mal off. Podcast habe ich gesagt, dass ich im Norden der Insel von Straßburg, also der Innenstadt, unterwegs sein will. Noch bin ich immer, ich glaube, das ist die, ich sage jetzt mal, Philharmonie von Straßburg. Da ist jedenfalls das Orchester drin. Ja, und jetzt weiter auf der Suche nach der nächsten Station. Was übrigens interessant ist, hier sind sehr viele schicke Häuser auf der anderen Straßenseite. Ich würde jetzt mal sagen, das ist die Villengegend von Straßburg. Alte Villen sind das. Ach, da vorne kommt wieder die Tram. Ich freue mich wieder unterwegs zu sein. Das ist für mich irgendwie der Ausgleich. Ich muss ja 6 Tage die Woche arbeiten. Und hier habe ich einfach die Möglichkeit, auch zu entspannen. Auch wenn ich mir da selber ein bisschen Stress mache. Aber ich glaube, jeder, der Fotos macht und irgendwann mal, ja, sehr viele Ideen hat, die er umsetzen möchte, der hat natürlich dann das Problem, dass er dafür auch die Zeit braucht. Der Ralf Mack
hat mal zu mir, also hat mal gesagt, wenn jemand keine Ideen hat, soll er ihn anrufen. Er hätte so viel, dass er überhaupt ja nicht genug Leben hat, die umzusetzen. Selbiges gilt, glaube ich, bei mir auch für meine ganzen Google-Pins, die ich mir gesetzt habe, um die ich mal besuchen will, was gar nicht möglich ist. Aber zu wissen, wenn man mal irgendwo hinkommt, da ist was, hat schon große Vorteile. Man kann natürlich auch alles direkt vorbereiten, aber durch meine ganzen Pins weiß ich eben auch, wo ich vielleicht mal hinfahren könnte. Und das ist gut. Ja, was ist das? Skulptur, das ist France 3, glaube ich, oder France 2, eins von beiden, jedenfalls Fernsehsender. Muss ich mal gucken, ob ich da jetzt ein Foto mache mit dem Sendemast, mit der Sonne dahinter. Ich bin ja nun doch auf dem Weitwinkel geblieben, das war die Tram. Mache jetzt hier von dieser Skulptur noch ein Bild, irgendwie. Und das hat eben seine Vorteile. Dieses super Weitwinkel ist einfach sehr interessant und das muss man halt nutzen. Wir gerade mal gucken, ja, bevor die nächste Straßenbahn kommt, schaffe ich das noch. Platz der Republik, ja, Theater National de Straßburg. Nee, ich kann das nicht richtig sprechen, leider. Leider. Plan schon wieder über den Haufen geworfen. Ich gehe jetzt hier kurz durch den Park, beziehungsweise ich werde hier noch ein, zwei Bilder machen mit dem Weitwinkel. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich zeige euch warum. Das sieht doch ziemlich nice aus. Nice. Ja, ich weiß, so quatscht die Jugend. Alter Mann sollte das vielleicht nicht tun. Sonne im Genick. Aber irgendwie habe ich da gerade Lust drauf. Warum nicht? 14 mm werde ich nicht brauchen. Hier war ich übrigens mal im Frühjahr. War richtig geil, weil hier viele Tulpenbäume waren, sind irgendwo da vorne. Und ja, das war das hier. Oder einen Platz weiter. Auf jeden Fall war das richtig cool. Boah, hier am frühen Morgen fliegt sogar noch eine Biene und es ist nicht wirklich warm. So, ich mache mal schnell mein Bild und dann laufe ich über die erste Brücke wieder in die Innenstadt. Da hinten ist wieder eine Straßenbahn und mal sehen, was mich erwartet. Ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel in Frankreich ist ein Elektroroller. Liebe Deutsche, also die Leute, die so ein Ding mögen, ich weiß nicht, wie schnell die fahren dürfen, aber in Frankreich fahren die schneller. Und wann immer ihr so ein Teil hört, dass es auf euch zukommt, solltet ihr euch umsehen. Ja, hier sind übrigens die Tulpenbäume, die zum richtigen Zeitpunkt im Frühjahr wirklich eine Augenweide sind. Und jetzt, jetzt geht es rüber. Das ist ein Riesengreisel, von daher braucht man nur in eine Richtung gucken, hat aber einen Zebrastreifen. Ja, und jetzt mal schauen, was ich für Bilder machen kann. Und sehr wahrscheinlich werde ich jetzt auch mal langsam das Objektiv wechseln. So, Straßenbahn. Und jetzt hier gucken wir, was wir hier an Motiven finden. Ich habe jetzt das Makro drauf gemacht. Hier haben wir übrigens gleich wieder ein bisschen Straßenkunst, auch wenn sie verhunzt ist.
werde ich ein Foto machen. Na, so habe ich besseres Licht. Wer alte Objektive an der Olympus verwendet, zumindest an der OMD 1 Mark II, die ich habe, der sollte daran denken, dass er 10 Objektive einprogrammieren kann. Das ist zwar nicht genug, in meinem Fall, aber mit Tricksen geht es trotzdem. Ich laufe jetzt einfach mal an dem Nordteil des Flusses entlang. Ja, ist nicht so schön hier, aber ja, mal gucken. 120 mm ist das ja, wenn ich einen 60er auf die Olympus mache. Das könnte... Ja, ich probiere mal ein Bild zu machen noch. Das ist natürlich ein Tele. Das ist nicht immer in der Stadt gut zu gebrauchen, aber es übt halt, sich auf das zu konzentrieren, was man mit dieser Brennweite sieht. Von daher solltet ihr wirklich mal sowas versuchen und nicht immer nur ein Zoom nehmen. Ich muss ein bisschen zurückgehen für das Bild. Also mit einem Zoom zu arbeiten heißt hinstellen, zoomen, fertig. Mit einer Festbrennweite, das bedeutet, sich überlegen, was geht damit. Oder aber ihr müsst alle 2 Sekunden das Objektiv wechseln. Und das ist doch blöd. Also bleibe ich gerne bei einem Objektiv und versuche damit einfach eine ganze Zeit lang Bilder zu machen. Ja, soweit. Ich mache jetzt mal das Bild. Da hinten so ein Teil der Brücke sollte da mit drauf sein. Frankreich ist wieder am Joggen. Da kommen die Nächsten. Das kennen wir ja schon. Muss mal ein bisschen zur Seite gehen. Sag ich doch. Frankreich ist am Joggen. Hier stehen Fahrräder. Mal gucken, welches hier cool aussieht oder coole Details hat. Mal schauen für ein Foto. Tja, das Beste, was man in Straßburg machen kann, ist am Sonntagmorgen. Ja, da vorne ist eine Parkbank, auch wunderbar. Man geht in einen Bäcker und kauft ein Croissant und ehrlich gesagt eine Apfeltasche. Weiß nicht, wie das auf Französisch heißt, aber wenn da Pomme dran steht, ist Apfel drin. Ganz wunderbar. Frühstück. Und ihr so? Wie geht's euch?
möchte ich auch noch rein. Aber ich fürchte, da ist jetzt Gottesdienst. So. Laufe ich mal noch ein paar Meter weiter und dann muss ich ja auch noch den Akku tauschen. Frankreich und in ja überhaupt auch in Straßburg gibt es viel Straßenkunst. Das ist schon das dritte Ohr, was ich hier gesehen habe. Der ein oder andere mag natürlich jetzt sagen, das ist doch Mist, Schrott. Also ehrlich gesagt, das ist mir lieber. Interessanter Laden. Das ist mir lieber als irgendwelche schmierigen Graffitis. Ja, und hier habe ich einen Laden entdeckt, der hat natürlich heute zu. Hier gibt es sehr ihr seht das nicht. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich habe ihn gefunden und weiß, dass er da ist. Ja, und jetzt laufe ich einfach da vorne eine Kurve. Ach ja, und Akku tauschen muss ich ja auch noch. Vielleicht finde ich auch noch ich sehe es schon, das nächste Ohr. Wenn das ein Geocache wäre, wäre es lustig. So ist es Kunst. Auch lustig. Ja. Aber der Ort ist nicht schön. Das ist ein Elektrokasten. So. Ja. Mal schauen, wo ich jetzt das nächste Bild mache. Immer noch mit dem 60er übrigens unterwegs. Ja. Das sieht gut aus. Guck mal. Die Fassade, Struktur. Heute mal ein bisschen Struktur. Oder? Was denkt ihr?
man schusselig ist, vergisst man nach einem Zeitraffer die Kamera wieder auf Filmen umzuschalten. Also, ich habe keine Ahnung, was ich alles nicht aufgenommen habe, aber ich bin auf dem Weg zur Straßenbahn, zur Tram, und da werde ich mir jetzt erstmal überlegen, was ich mache, wo ich hinfahren könnte. Das ist nämlich eine gute Frage. Ich habe einiges erlaufen. Bin jetzt hier an der Uni vorbei. Vielleicht gibt es ein bisschen Zeitraffer. Ein paar Fotos gemacht. Wirklich Stellen gesehen, wo ich noch nie gelaufen bin. Gerade eben haben welche Boule gespielt. Also diese Stahlkugeln. Eigentlich heißt das Ganze Petonk. Aber nun ja. Jetzt gehe ich erstmal an die Haltestelle und sehe mir an, was ich machen könnte, wo ich noch hinfahren könnte. Nochmal in die Innenstadt, warum nicht? Nochmal ein bisschen Kathedrale. Bin sehr, sehr zwiegespalten. Ich bin nämlich schon etwas müde. Mal wieder anders abgebogen. Und jetzt schaue ich Künstlern zu, wie sie die Straße bemalen. Habe auch schon ein Bild gemacht. Hier ist auch wieder etwas, wo ich fotografieren kann. Ja, also für Street-Fotografen gibt es in Straßburg genug zu sehen. Thank you.
Ich laufe heute wirklich jede Straße nicht, die ich kenne. Also nicht jede, das geht nicht, aber ich habe echt schon ein paar interessante Ecken kennengelernt, ein paar verrückte Bilder gemacht. Bin jetzt wieder umgestiegen auf das 7 bis 14, weil man einfach damit ganz andere Bilder machen kann. Also um es ehrlich zu sagen, ich knipse. Ich mache aus der Hüfte Bilder und jetzt weiß ich, wo ich bin, weil die Straße bin ich auch noch nicht gelaufen. Das ist die Galerie Lafayette. Da ist der Place Kleiber. Der ist da und da steht auch zum Weihnachtsmarkt der große Tannenbaum. Ja, und jetzt? Jetzt ist eine gute Frage. Irgendwie habe ich keine Lust, in die Kathedrale zu gehen, weil die kenne ich. Wobei heute eigentlich das Wetter wäre. Und mit so einem Weitwinkel mit 7 bis 14, also 14 bis 28, war ich auch noch nicht in der Kathedrale. Na, ich laufe jetzt erstmal davor und ja, ich glaube, ich muss meiner Mutter noch was kaufen, was zum Naschen. Wieder so ein Ort, wo ich noch nicht durchgelaufen bin. So ein kleiner Platz. Schauen wir mal, wo es mich hinführt. Ja. Ich gehe doch nochmal Richtung Kathedrale, habe ich mich entschlossen. Die Kamera habe ich übrigens gerade mal eingepackt. Einfach nur, um einfach mal nicht Fotos zu machen und einfach nur zu gucken. Mal sehen, wo ich jetzt rauskomme. Hier war ich auch noch nie. Ja, ich weiß, erzähle ich euch die ganze Zeit. Aber ist halt so. Ja, auf der Seite bin ich auch noch nicht rausgekommen. Aber den Platz kenne ich. Jetzt mal gucken, was ich mache, wohin die Reise geht. Ach ja, die Kathedrale seht ihr da hinten irgendwo. Thank you.
So, ihr Lieben, ich bin wieder in Kehl angekommen. Es gab da ein paar Ausfälle, was die Videosachen angeht. Also ich habe nicht so viel gefilmt. Und ich hoffe trotzdem, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Ich werde vielleicht noch was von zu Hause einsprechen. Ansonsten bis zum nächsten Trip nach Frankreich. Wobei, da werde ich, glaube ich, nicht filmen. Da gehe ich nur auf den Weihnachtsmarkt. Mache ein paar Fotos und das zeige ich euch einfach. Vielleicht in einem Videopodcast. Das ist der beste Weg. In diesem Sinne, au revoir und tschüss. Thank you.